Piggledy wollte wissen, wie ein Vogel singt. Frederik, fragte Piggledy seinen großen Bruder, Frederik, sag mir, wie ein Vogel singt. Nichts leichter als das, antwortete Frederik. Komm mit. Piggledy folgte Frederik. Unter einem Baum blieb Frederik stehen. Sei mal still, sagte er. Ich bin doch still, sagte Piggledy. Eben hast du aber geredet, sagte Frederik. Ich hab bloß geantwortet, sagte Piggledy. Nun sei endlich mal still, sagte Frederik. Hörst du was? Piggledy versuchte zu hören, ob er was hörte. Ich höre was, rief er und begann zu singen. Tüdel, tüdel, tüdel. Entsetzlich, stöhnte Frederik. Du singst wie ein kleines Schwein. Bin ich doch auch, sang Piggledy. Ich glaube, sagte Frederik nachdenklich, man muss auf einem Ast sitzen. Dann kann man richtig wie ein Vogel singen. Das hättest du aber gleich sagen können, murrte Piggledy und kletterte auf den Baum. Komm auch rauf, rief er. Es ist wunderschön hier. Prima, rief Frederik von unten. Du kannst es. Ich sagte es ja schon, man muss bloß auf einem Ast sitzen. Ich singe aber gar nicht, rief Piggledy. Große Klasse, lockte Frederik. Ich singe aber ganz und gar und überhaupt und ganz bestimmt nicht, schrie Piggledy. Hilfe, einer schubst mich! Piggledy fiel aus dem Baum. Was ist los? Fragte Frederik erstaunt. Ich glaube, jammerte Piggledy, ich war in einer fremden Wohnung. Frederik sah Piggledy an. Piggledy sah Frederik an. Du hast einen ganz schönen Vogel, meinte Frederik. Wie leicht hättest du dir ein Bein brechen können. Hätte ich, sagte Piggledy. Hab ich aber nicht. Und was ich nicht hab, kann ich auch nicht gerettet haben. Und Piggledy ging mit Frederik nach Hause.